Darf ich? Ja, du darfst. Haha. Oh Gott! Nur das Schwert! Ich nehme dich nur auf den Arm, Nick. Besser, wenn du dich auf den Schoß nehmen würdest. Das wäre wirklich noch creepier. Komm her, mein Schätzchen. In Wahrheit war es umgekehrt. Dr. Gray hat mir alles erzählt. Hä? Ach komm schon, Nick. Ich würde es doch keinen wahnsinnigen Mörder als Klient... Ich würde es doch keinen nehmen, ey. Voll Grammatik und so. Ah, ihr wisst schon. Drück weiter. Du machst jetzt mittlerweile genau wie ich. Wenn du was verkackst, scheiße, einfach drauf weitermachen. Hat bestimmt keiner gemerkt. Das ist sogar für mich zu furchteinflößend. Ja, vermutlich schon. Kurain. Kurain. Hooray. Das ist also deine Heimat, hm, Maya? Jawohl! Nein, jawohl. Oh, Kurain! Oh, ich spreche noch mehr! Aber ich habe gehört, dass einige Leute es Tal der Medien nennen. Interessant. Also ist jeder, der hier lebt, ein Medium? Hm, so ziemlich. Ist das Schnitzel hier auch Medium? Hau mich bitte kurz in diesen miesen Witz. Bitte hau mich kurz dafür. Ah! Okay, weiterlesen. Die meisten meiner Vorfahren waren auch welche, denke ich. Kurz mal fresh was trinken. Ich mach das schon für dich. Das stimmt vermutlich, da die Gabe der Fae mit Geistern zu sprechen sehr stark ist. So, du bist dran. Ach. Fuck, yo! Andy Style. Kennst du noch einen Präsident Mittelfinger? Hier. Mit Vizepräsident, hier. Ja, ja. Beide für dich. Ich hab gehört, der wurde abgesetzt. Aber nur die Frauen in diesem Dorf sind Medien. Und was machen die Männer? Sie arbeiten meist irgendwo außerhalb des Dorfes. Das Mädchen von... What? Okay, ganz kurz speichern. Wir sehen uns im nächsten Part wieder von Let's Play Phoenix, right? So. Da sind wir wieder, nachdem wir es gerade fresh, ganz absichtlich gespeichert haben. Ganz absichtlich. Vom Speicherpunkt aus wieder zurück, so. Also was ist jetzt mit den... Was? Ja, hab ich doch gerade gefragt. Was? Mensch, drück schon. Oh ja. Ich wollte dich noch nach dem Mädchen fragen, das ich sah. Kennst du sie? Oh, du meinst Pearly? Pearly? Pearl Fay. Sie ist meine Cousine. Ist sie nicht putzig? Genau wie meine Wenigkeit. Total. Cousine. Moment, das heißt ja dann, ist sie auch ein... Ja, sie ist auch ein Medium. Pearly ist ein wahres Genie in Sachen Beschwörung. Hilfe. Meinst du, sie kann auch ein Pokémon beschwören? Wenn sie einen Pokéball hat? Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe sie nicht erschreckt, als ich vorhin mit ihr sprechen wollte. Nein, es liegt nicht an dir. Meine Tante hat ihr eingebläut. Wenn eine verdächtige Person mit dir sprechen will, rennst du weg. Verdächtig? Nun, du trägst zum Beispiel keine Ausbildungskleidung. Natürlich nicht. Pearly ist der Schatz meiner Tante. Darum darf sie das Dorf nicht verlassen. Auch geil. Ein bisschen overly attached die Mutter, ne? Nein, Pearly, du bleibst jetzt hier! Sie weiß nicht viel über die Welt jenseits von Kurain. Tante? Pearlys... Ja, Mother. Pearlys... Yo, the Pearlys Mother's in the house, bitch! Pearlys Mutter ist eine... meine Tante. Warum ist das so lustig, Maya? Oh, Pearly, voll die Mutter! Mensch, komm schon, Nick, reiß dich du zusammen! Du schaffst den Satz, Maya, komm! Reiß dich zusammen, Nick! Nun, Nick, ich muss jetzt gehen. Die Beschwörung beginnt gleich. Die Beschwörung beginnt soon. Sooner or later! Hä? Ach ja! Ich führe die Beschwörung in meinem Haus durch. Also komm doch rein, okay? Du hast ein Haus, Maya? Ach, scheiße, mit 18 hätte ich auch gern ein Haus gehabt. Mhm. Aber da, wo einfach nichts ist? Ja, ne. Wenn ich fertig bin, können wir ein paar saftige Burger grillen. Ey, Hauptsache! Im ersten Spiel, als sie bei ihm war, haben die sich dauernd beschwert, dass sie keine Kohle haben. Und kaum fahren sie mal 2 Stunden zu der Familie, gibt's hier Dönerschlemmen was weiß ich was. Der Hammer. Na gut, viel Glück, Maya. Ah, danke! Nun, wenigstens ist sie immer noch dieselbe putzmuntere Maya. Ich finde es übrigens sehr cool, dass es das... Yeah, der Störungsraum. Dass wir hier links, ich weiß nicht, ob ihr meine Maus gerade seht, eine Telefonzelle und so eine Art Bushaltestelle haben. Ja. Ist ja lustig. Und
Ja? Ja, da hinten scheint so ein kleiner Postkasten zu sein. Der zwar eher wie so ein Vogelhäuschen aussieht, ja, aber ja, so könnte sein, ne? Vor dem Stein, meinst du, ne? Mhm. Hm? Nein, ich will ja nicht rein. Doch, wir gehen da jetzt rein. Da sind Ameisen am Fußballspielen. Oh, nein. Was? Ja, komm her. Ich habe ihn jetzt nicht wieder geschlagen. Wie die Hand gerade fast in dein Gesicht geklatscht wäre. Ach, das sieht doch besser aus, komm, als ich gedacht habe. Komm, lies vor. 19. Juni. Fey anwesen, Meditation. Oh, oh, oh. Was? Was für ein Meditation? Ah, okay. Alright, ich bin nicht so froh, sie zu sehen. Ach, der muss ja dabei sein, ne? Schönes Wetter haben wir heute. Sind Sie nicht froh darüber? Weißt du, warum er dabei sein muss? Ja, ich weiß schon, wieso. Nein, ganz und gar nicht. Diese dumme Wetterfrau hat schon wieder das falsche Wetter vorhergesagt. Es wird heute schütten. Das hat sie allen Ernstes gesagt. Ich kann es nicht fassen, dass sie solche fehlerhaften Berichte öffentlich senden. Hör auf zu lachen, weil ich gerade gespuckt habe, wie so ein Gnu oder was auch immer. Boah, da muss das aber. Ja, der wollte Regen haben, das habe ich mal so ein bisschen für ihn gebracht. Finde ich aber lustig, der trotzdem, egal wie das Wetter ist, immer denselben Anzug an. Ja, und dann beschwert er sich, wenn es dann doch regnet. Mhm. Lustig. Mit diesem Kerl heißt es, über das Wetter zu sprechen, heißt, um Strafe zu betteln. Oh ja. Wie dem auch sei, dies ist ein prächtiges Anwesen. Kein Zweifel, schwer zu glauben, dass dies Meyers Haus ist. Man hat mir eine Karte dieses Gebäudes gegeben. Hier, Herr Wright, ich habe auch eine Kopie für Sie. Der Mann denkt mit. Karte zur Gerichtsakte hinzugefügt. Just for the fun factor, sprich du doch jetzt einfach mal den Typen. Warum? For the fun fact. Just do it. Was werden Sie tun, sobald der Geist der Krankenschwester gerufen wurde? Ist das nicht offensichtlich? Ich werde Sie ein Geständnis unterschreiben lassen. Sie klingen ein aber, Geist? Sie klingen aber gerade sehr weiblich, mein Lieber. Ein unterschriebenes Geständnis? Ja, ein Geständnis. Passen Sie auf. Ich werde Sie Folgendes schreiben lassen. Vor einem Jahr, am 2. Mai, starben 14 Patienten durch meine Fahrlässigkeit. Und dann, am 24. Mai, schlief ich am Steuer ein und starb durch eigene Schuld bei einem Autounfall. Es tut mir leid und ich entschuldige mich dafür, fahrlässig gewesen zu sein. Das werde ich Sie schreiben lassen. Mit einem Geständnis kann der Regen, der auf meine Seele prasselt, endlich aufhören. Oh, ich verstehe. Du darfst ihn wieder lesen. Hast du keinen Bock mehr? Nein. Das ist anstrengend, ne? Ja. Also, wie haben Sie von Maya Fey erfahren? Eine Bekannte hat mir von ihr erzählt. Ein Mädchen, das Okkultismus studiert. Dieses Mädchen erzählte mir von diesem Dorf. Dies ist die Heimat der Kurain-Akademie für Beschwörung. Die Heimat... Hä? Und Frau Maya ist eine Tochter der Meisterin, habe ich gehört. Meisterin? Sehen Sie diese Tür? Das ist der Raum, in dem Menschen und Geister sich treffen. Die Tante von Frau Maya ist dort drinnen. Möchten Sie sie treffen? Nein. Nein, ich mag die Frau nämlich nicht. Das weißt du doch noch gar nicht. Also ich weiß, dass man zum ersten Mal spielt, dass ich Alte echt nicht gemocht habe. Wieso bloß? Beschwörungsraum oder Holzstück? Da wir der Alten ausweichen wollen. Holzstück. Holzstück. Bambus im Fußball! Du das. 19. Juni. Kein Wesen. Holzstück. Walter Junior. Noch ein Sandwich bestellt. Aber ohne Kruste. Mhm. Ja, Walter kann nicht in den Knast. Wer soll Walter Junior dann morgens Frühstück machen und scheiße zu Skyler sein? Das geht gar nicht. Was Skyler ist so eine Schlampe. Egal. Wow. Keiner hat jetzt eine Ahnung, was... Oh, Breaking. Doch, wahrscheinlich die Hälfte deiner Zuschauer. Wer weiß, über welche Serie wir gerade quatschen, dann schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Du hast ja auch gar nicht schon angefangen, das zu sagen. Ich hab die Abkürzung ist Brr-bra. Okay. Wow, dieser Garten ist atemberaubend. Jemand hat viel Liebe hineingesteckt. Was ist das da drüben? Ist das ein Verbrennungsofen? Der wirkt in einem solchen Garten ein wenig fehl am Platz. Untersuchen. Und zwar einmal den Verbrennungsofen, sobald ich mich erinnere. Ein kleiner Verbrennungsofen. Ich glaube nicht, dass die Müllabfuhr zu einem kleinen Dorf kommt. Also muss jede Familie ihren Müll selber verbrennen. Das ist nicht sehr umweltbewusst. Das ist eine wirklich alte Urne. Da drin ruht die Asche einer Person, die schon seit langer Zeit tot ist. Scheint eine lange Geschichte zu sein. Abgesehen davon ist sie nicht sonderlich interessant. Zeit weiterzumachen. Merken wir uns mal die beiden Objekte. Wunderschön.
Danke, hab ich gern getan. Nebenzimmer? Ja, ab ins Nebenzimmer. Wer spricht die nochmal? Du, ne? Jo. Diani! Feuerwesen! Oh Gott, mit diesem Sprachtalent solltest du die wahrscheinlich nicht. Nein, das ist ein Papagei! Papagei! Ja. Ach, mein Hals. Das ist also das Nebenzimmer. Sieht eher aus wie ein Entspannungsraum. Auf dem Boden liegt Bettzeug. In einem der Betten schläft wohl jemand. Ich sollte ihn nicht stören, auch wenn es eigentlich eine Frau ist. Okay, dann lassen wir sie mal in Ruhe holen ab. Ha, ich bin noch verschont geblieben. Ja. Ich glaube, wir können ihr nicht länger ausweichen. Wir müssen in diesen Meditationsraum. Ich will doch nicht rein! Bewegt dein Hintern! Nein, ich will da nicht rein! Oh, bleib doch hier bei mir und lass dich ein bisschen behandeln. Okay, jetzt gehen wir freiwillig. Ja. 19. Juni, wir haben diesen Schungsraum. Okay, es wird immer schlimmer. Wow, drin herrscht eine wirklich seltsame Atmosphäre. Diese flackernden Lichter, ich schätze, das sind Kerzen. Phoenix, deswegen hast du das Jurastudium geschafft, wegen deiner cleveren Auffassungsgabe. Sicher, dass wir ihn nicht Captain Obvious nennen wollen? Guck mir mal, die beiden streiten sich. Werter Herr, wer mögen Sie sein? Als ich sie das erste Mal gesehen habe, habe ich mir im Kopf die Stimme ungefähr so vorgestellt. Werter Herr. Was zum Teufel wollen Sie? Ich spreche dir aber jetzt bestimmt nicht. Bist du bekloppt? Ich hasse die Frau. Ah, ich bin, ich heiße Phoenix Wright. Oh, Sie müssen dieser werte Herr sein. Werter Herr? Meinen Sie mich? Sie sind ein Anwalt, nicht wahr, werter Herr? Werter Herr, werter Herr. Hör auf, aus dieser Farbdose zu trinken, das ist kryptisch. Oder es sieht aus wie von Winnie Pooh, dieser Honigtopf, den er immer mitschleppt. Oh ja, der sah immer so lecker aus. Bis ich selber mal Honig mit den Fingern gegessen habe und da... Die mystische Maya hat mir viel von ihnen erzählt. Und ich rede ziemlich nasal. Die mystische Maya. Tatsächlich? Mystische Maya? Ich bin die Tante der Das krieg ich sogar ohne Nase. Wolltest du gerade mösische Maya sagen? Die mösische Maya? Ich bin die Tante der mösische Maya. Morgan Fay. Möser Fay. Okay, wir reißen uns zusammen. Erfreut, sie kennenzulernen. Und wir meinten noch, dass das diesmal professioneller ablaufen würde. Ja, ja genau. Das ist immer noch schlimmer. Anfangs so, ey, das wird jetzt bestimmt professioneller. Bullshit. Ah, ich wollte mit Ihnen über ein bestimmtes Ereignis sprechen, Herr werter Herr. Herr werter Herr. Sie haben nämlich gerade auf dem Klo daneben gepinkelt und es nicht weggewischt. Pearl hat's gesehen und hat jetzt ein Trauma für ihr Leben. Ha, ha, ha. Hey, it's my turn. Okay, okay, weiter. Sie scheinen in ihrem Eifer zu... in ihrem Alter, wollte ich sagen. Sie scheinen nach in ihrem Alter sich rumgewälzt zu haben. Willst du jetzt weglaufen oder was? Du bleibst ja schön hier, das bade ich hier alleine aus. Moment. Okay. Es ist schwieriger Satz, lass dir Zeit. Wir haben noch ungefähr... 50 Sekunden. Komm, das schaffst du noch. Sie scheinen in ihrem Eifer zu viel von der mystischen Maya zu verlangen. Jetzt will ich aber mösisch sein, ey. Oh, das ist sehr unziemlich, fürchte ich. Hä? Sagen Sie nicht, Sie hätten es schon vergessen? Hätte die mystische Maya Sie nicht unterstützt, hätten Sie sicher nicht gewonnen. Erst auf der Mädchen weg und jetzt kritisiert eine alte Dame meine Arbeit? Böse, ey. Seit wann bin ich die Hauptfigur bei? So mache ich einen schlechten Eindruck. Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Reden wir über die Gegenwart. Ich bin schon ziemlich lange hier und hatte schon lange keinen Mann mehr. Und seit Sie gerade mit dem Eiter angefangen haben, haben Sie meine... Boah, da bin ich so richtig scharf geworden. Eiter, Also ich habe ein paar Kondome und ein Dildo in meinen Haaren versteckt. Okay, reiß jetzt zusammen. Guck mal, die hat da wirklich Pilzwuchs links am Haar, ne? Ist voll eklig, ey. Verdammt. Okay. Ernst, die letzte Minute im Part jetzt ernsthaft. So. Ah, danke. Das war's für diesen Part. Das war ja mal eine kurze Minute, ne? Ey, ich war ernst. Okay, im nächsten Part wieder mit Ernstigkeit und Gangsterigkeit.
Und mit der offenen Tür hauen wir ab und sehen uns in Part Nummer 3 wieder von Part Nummer 9 ist es dann. So eine Kacke. Part Nummer 3 von Wiedersehen und Wandel. Mit mir, Andi Vanir und dir, Bella Ju. Yay! Und du, Bella Ju. Das bringe ich im nächsten Part rein. Bis gleich, Leute!